Hey Leute, herzlich willkommen zu Dead or Alive 3. Weiter geht es mit dem guten Leon. Ah, nehmen wir lieber das Outfit. Ja, heute mal wieder vier Parts vom schönen Dead or Alive 3. Das ist tatsächlich ein Projekt, auf das ich mich immer momentan ziemlich freue, weil ich es halt noch nicht kenne. Ja, die anderen Spiele kennt man natürlich schon so, ne? Ist ja logisch. Da freut man sich natürlich auf Games, die man eher weniger kennt. Aber bei den anderen Projekten kommen dann halt auch bald Spiele, die ich noch nicht kenne. So, ich hatte den Lautstärke gerade ausgehabt bei mir. Nee, ich mag ja Dead or Alive. Deswegen erfreut man sich dann natürlich. Hey, die Kazumi mal wieder schön am Hauen. Mist. Wie, du kannst Kazumi nicht mehr sehen? Mann. Muss die Augen aufmachen. Dann siehst du die schöne Kazumi. Ja, ich mag vom Dead or Alive-Universum mag ich Kazumi auf jeden Fall. Mein Lieblingscharakter ist natürlich Ayano. Kazumi natürlich von den weiblichen und Hayabusa ist natürlich von den männlichen einfach der Charakter schlechthin. Einfach aus Ninja Gaiden Gründen. Ja, ist halt so, ne? Die Grafik ist einfach der Hammer, ey. Muss man einfach sagen. Das ist ein Xbox-Spiel, Leute. Ein Xbox-Spiel. Das ist krass einfach nur. Deswegen wollte ich sagen. Ne, warte. Genau, Dead or Alive 5 ist ja auch für die Xbox rausgekommen, genau. Für 360 rausgekommen. Genau. Kam nämlich den Irrtum, dass Dead or Alive 4 das einzige war, weil die einfach grafisch schon so krass drauf waren. War ja ein Irrtum. Kam ja noch Dead or Alive 5, Ultimate kam ja auch noch raus. Stimmt, ja. Ultimate fehlt mir tatsächlich noch. Und Last Round. Die muss ich mir noch besorgen. Fünf besitze ich. Für die 3. Aber wir machen halt trotzdem erstmal dann nach dem vierten Teil werden wir dann anderen Teil was anderes spielen erstmal hier. Ja, es gibt halt genug andere Spiele so, ne? Aber mein Ziel war es einfach, hier kurz endlich mal die Dead or Alive Teile zu spielen, weil die habe ich schon so lange, außer halt Dead or Alive 1. Das habe ich jetzt erst vor kurzem. Oh, das gibt's doch nicht. Ich kann ihn nicht rauskicken, aber mich kickt er raus, ey. Mann, Mann, Mann. Wie auch immer mir mich da wegkicken konnte. Na, scheiße, ne? Ach, Genra kommt schon. Sind wir schon so schnell? Das ist halt schnell. Habe das Gefühl, dass wir mit Leon irgendwie Probleme haben.
Ja, ich komme mit seiner, mit seinem Combination nicht so wirklich klar. Okay. Immer Glück gehabt. Ja, das wird härter. Da habe ich echt Glück gehabt, dass der Schlag jetzt gerade echt genug gezogen hat. Also sonst wären wir, glaube ich, auch KO gegangen. Ja, das war die aus dem zweiten Teil, die wir im Abspann gesehen haben. Die ist ja gestorben in seinen Armen. Das ist auch bitter. Naja, mit ein bisschen Trauer verabschiede ich mich und wir sehen uns dann gleich beim nächsten Charakter wieder, der hoffentlich ein bisschen schöneres Ende hat.